Ja, Martin Roschitz hat das eben angekündigt. Wir freuen uns jetzt auf den Kampf Alexander Bachmann. Ich habe wieder meinen Experten an meiner Seite, Daniel Manz. Du kennst Alex, wie du ihn wahrscheinlich nennst, sehr gut. Ja, klar, Alex ist mein Schwager seit kurzer Zeit, hat ja mit der Schwester von meiner Frau geheiratet, wieder ein Weltmeister mehr in unserer Familie und ich merke es auch schon, ich bin auch schon ganz nervös, wenn ich ihn jetzt hier reinlaufen sehe und bin gespannt, aber Alex ist jetzt zwar in seiner Vorbereitungsphase für die Europameisterschaft, aber trotz dessen denke ich mal, dass er hier auch recht gut und fit sein wird. Du trainierst ja recht viel mit ihm. Wie ist zurzeit so sein Trainingszustand und was traust du ihn heute überhaupt bei den German Open zu? Also ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, weil wir haben sehr, sehr hohe Umfänge jetzt auch gefahren. Er hat ja Marokko jetzt eben absagen müssen, weil wir gedacht haben, da war sein Heimtrainer, da Vanja Babic, hat natürlich auch gesagt, hey, wir müssen mit dem Jungen jetzt noch ein bisschen arbeiten. Natürlich mit Zusammensprache mit dem Bundestrainer Georg Streif war das dann klar, hey, wir müssen hier ein bisschen noch mal einen Zahn zulegen für die Europameisterschaft. Haben wir jetzt auch super genutzt. Natürlich ist das kleine Handicap jetzt dabei, wenn man natürlich sich exzessiv gut vorbereitet, dass man natürlich jetzt nicht im Top-Level ist jetzt auf diesem Turnier. Aber wir haben gesagt, das nehmen wir so hin. Wir nehmen das hier mit als so ein kleines Vorbereitungsturnier für die Europameisterschaft und gucken mal, wie weit wir kommen. Also wir rechnen jetzt hier nicht unbedingt mit Gold, ja, sondern wir wollen gucken, dass der Alex hier noch die kleinen Kleinigkeiten verbessert, mit denen er einfach besprochen hat, die auch der Heimtrainer mit ihm besprochen hat, an denen wir auch arbeiten. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze wird. Aber es wird mit Sicherheit sehr interessant werden. Auf dem Papier ist er als Weltranglisten Zweiter. Das ist natürlich immer eine eigene Geschichte. Er ist letztes Jahr Weltmeister geworden. Da ist er natürlich, hat er relativ viele Punkte gesammelt. Jetzt kämpft er gegen einen Amerikaner, der ist Weltranglistenposition 282 geführt. Aber das hat nicht viel zu sagen im ersten Kampf, oder? Ja, also man kann, wie gesagt, es ist immer sehr schwer zu sagen. Manchmal kann einer nicht geführt sein, weil er zeitlang verletzt war, war früher gut, kommt jetzt wieder zurück. Deswegen kann er immer ein guter Kämpfer sein. Also muss ich da wirklich vorsichtig sein. Gerade im Taekwondo ist sowieso alles möglich. Ich habe ihn schon mal gesehen. Er kommt mir bekannt vor. Jetzt schauen wir mal, was ist. Alex ist natürlich jetzt auch heiß, will jetzt hier auch, wenn er in Deutschland ist, zeigen, was er drauf hat. Und ja, jetzt schauen wir mal. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass der Kampf jetzt langsam losgeht. Ist noch in der Vorbereitung. Man sieht, sehr fokussiert. Kannst du jetzt schon irgendwas an lesen, an seiner Körpersprache oder ist er wie immer? Er ist wie immer. Er macht jetzt hier nichts anders, sondern es ist seine Routine. Er ist sehr ruhig, sehr fokussiert. Aber wir werden gleich sehen, wie es ist. Aber wie gesagt, erster Kampf ist immer so eine Sache. Es ist einfach, da wird mal Distanz kontrolliert. Was macht er? Man will sich natürlich nicht gleich anhauen. Und ja, mal schauen, aber er wird sich langsam rantasten. Wenn man den Gegner nicht genau kennt, ist man denn bei seinen Stärken, er geht jetzt schon mit 4 Punkten in Führung, gleich einen Kopftreffer gesetzt, aber wenn man den Gegner nicht so gut kennt, erst so ein Abtasten, wie geht man genau vor? Ja, es ist halt so, man will natürlich dann erstmal nicht riskieren, ja. Man geht erstmal vorsichtig ran, täuscht erstmal, guckt, wie der Gegner reagiert, hebt mal sein vorderes Bein, um einfach mal so zu gucken, reagiert er überhaupt auf meine Techniken, auf meine Körpersprache, ist er eher schüchtern oder aktiv, dass man ihn so ein bisschen lesen lernt, ja. Und wenn man das dann so ein bisschen weiß, dann wird man schon so ein bisschen mutiger, aktiver und so kristallisieren sich dann auch natürlich die Schlüsselpunkte dann zusammen. Vom Kampfstil her ist er, wie würdest du ihn beschreiben? Also gibt es da irgendwie, ist er eher der Angreifer, ist er eher der Kontertyp oder sowohl als auch, wie es kommt? Ja, ich finde, er hat einen guten Mix von beidem. Wenn er angreifen muss, greift er an. Er kann aber auch mal die Geduld behalten. Das heißt, wenn er mal cool bleiben muss, dann hat er die Ruhe auch, kann abwarten, ist ein total abgezockter Typ. Ja. Das heißt, er kann da noch cool bleiben, wo sonst keiner mehr cool bleiben kann. Und ich denke mal, das macht ihn auch aus als Weltmeister. Ja. Wir haben eben schon gesehen, also wenn man den Amerikaner jetzt sieht, irgendwie ist nicht so spritzig, sieht man dann gleich auch irgendwie, dass das klappt oder wie sicher ist man sich denn da? Also wenn man dann wirklich so diese Kicks auch sieht, die sind nicht wirklich dynamisch, ist kein Timing drin, wie würdest du denn sagen, das hast du als Kämpfer selber mal schnell gemerkt, konzentriert bleiben, wie die Situation ist und wie stark der Gegner ist?
Ja, es ist natürlich so, er kickt jetzt so, es ist schon leicht schwerfällig, er kickt ein bisschen langsamer, aber das ist auch für den Alex nicht ganz einfach, weil er natürlich ein ganz anderen Speed und ein ganz anderes Timing gewöhnt ist. Das heißt, er muss jetzt abwarten, bis er mal abgesetzt hat. Das heißt, es ist nicht unbedingt leichter für den Alex, ja. Das heißt jetzt nicht nur, weil er langsamer ist, dass es gleich leichter ist für ihn, ja. Das heißt, ab und zu, wenn jemand schneller ist, aber das liegt dem Alex, weil es einfach sein Speed ist und dann geht es ihm viel besser rein. Also wie gesagt, langsamer heißt nicht unbedingt, dass es einfacher zu handeln ist. Ja, das hätte man, also gut, dass du das sagst, weil das ist manchmal, was man sich dann auch von außen vorstellt. Man sieht dann schon, der kickt nicht so schnell, aber wie du schon sagst, das ist dann wie beim Formel-1-Boliden. Der ist so fein getuned und da hat man dann auch einen ganz anderen Rhythmus, wenn man immer gegen Weltklasse kämpft. Ne? Also genau ist es wahrscheinlich so zu vergleichen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also er muss natürlich auch gucken, weil er langsamer absetzt, dass er sich dann nicht anhaut. Er muss mal einfach deswegen langsam, er täuscht ja auch viel, ja, sehr gut. Er will halt auch nichts zulassen. Ist es denn, auch wenn man den Kampf jetzt so sieht, von der Körpersprache, denke ich, kann man manchmal, das ist so sein Kampfstil, aber kann man manchmal auch mit dem Weltmeistertitel viele Sachen ein bisschen leichter gewinnen oder ist das auch ein Irrglaube? Ja, jetzt mit dieser neuen Technologie, mit den elektronischen Westen, ist es anders, wie es früher war. Ich denke, wenn man früher die Lobby gehabt hat und Weltmeister war, hat man Kämpfe einfacher gewinnen können, weil da wusste jeder Kampfrichter, hat mit Sicherheit auch einen Lieblingskämpfer. Und wenn der halt gerade Weltmeister ist und der kämpft und kickt, dann ist der Daumen halt mal locker und dann drückt man mal schneller, ja. Hier ist es jetzt natürlich alles anders, es klärt jetzt die Technik, ja. Vielleicht von den Verwarnungen her ein bisschen. Ich denke, wenn man, wie der Alex auch ist, ein sehr sympathischer Kämpfer ist, ja, sehr netter ist dann und besonnen, dann kann man bestimmt den einen oder anderen Kampfrichter auf seine Seite ziehen, um vielleicht mal so einen kleinen Kampfchon oder so zu umgehen, ja. Also das ist interessant. Wir haben eben gesehen, den Monkey Kick nennt man das, glaube ich, also so ein bisschen reingesprungen. Wird das viel im Training jetzt auch trainiert? Es wird trainiert, weil eben die Regel auch kam, dass man eben nicht festhalten darf, sondern es darf nur noch geschoben werden. Und es ist, der Monkey Kick an sich ist ja nicht so schwer zu machen, aber Problem ist, es ohne festzuhalten. Das ist so die Schwierigkeit. Und deswegen, es wird trainiert, aber es wird eigentlich nicht allzu oft gemacht, ja. Aber wenn ich mir den Kampf jetzt angucke von den Amerikanern, also auch eben das Timing, das stimmt nicht. Also so richtig will er auch nicht. Ne? Wir haben vorhin den Kampf bis 68 gesehen, wo der Portugiese gegen den Spanier, der auch dann viel knapper war. Aber ich habe den Eindruck von der ganzen Körpersprache, der Amerikaner glaubt selber nicht daran, dass er hier gewinnt. Oder siehst du das anders? Ja, also ich denke, der Amerikaner, der versucht sein Bestes. Aber der Alex lässt da nichts zu, macht es ganz souverän, ganz vorsichtig, nur sicher. Ja, da kann er, ja, ich weiß nicht, ob ihm da noch was anderes einfällt, dem Amerikaner. Der zweite Runde vorbei, 14-2. Also bis jetzt mal eine ganz klare Sache, macht er super gut. Und der Vanja Babic wird jetzt auch mit ihm natürlich darüber sprechen, wie die dritte Runde angegangen werden soll. Soll er vielleicht noch ein paar Sachen ausprobieren? Soll er mal die Auslage wechseln? Fehlt was an der Deckung oder so? Ist es denn tatsächlich so, wie du sagst, dass man in dem Moment sagt, so eine dritte Runde, wo man dann vielleicht sich nicht zu sicher sein darf auch, aber wo man mal so ein bisschen auch tatsächlich testet für weitere Aufgaben? Ja, ich denke jetzt speziell für den Alex, seinem Fall, da wir das ja so als kleines Vorbereitungsturnier für die Europameisterschaft sehen, ist es auf jeden Fall bei einem 14-2. Es ist jetzt ja nicht irgendwie nur 4 Punkte Unterschied. Bei 14-2, 12 Punkte Unterschied, da ist, geht man schon davon aus, als Profi kann er das ganz gut halten. Es kann natürlich immer noch kippen, ganz klar. Er darf auch jetzt nichts Blindes machen, aber man versucht dann schon mal auf Kleinigkeiten einzugehen. Hey Alex, pass mal auf, stell dich mal so vor, probier mal, wie du dich fühlst. Fühlst du dich wohl? Ist der Block richtig? Also solche Sachen auf jeden Fall. Auch mal die Auslage wechseln, weil das ist ja, jeder Kämpfer hat so seine Lieblingsseite und das ist dann wahrscheinlich auch eine Sache, die man dann mal gehen kann. Und wenn man es nicht klappt, dann kann man ja sofort auch umstellen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wie hast du richtig gesagt, wir gehen da auf jeden Fall immer mal darauf ein, mal das Bein wechseln zu lassen. Und wenn es halt dann nicht passt, dann wechselt man halt wieder zurück. Aber ab und zu ist es nur so ein kleines, ja, im Kopf nur so eine kleine Brücke, die man herstellen muss. Oh, hey, das geht ja doch. Ja, und es tut halt gut, wenn man das eben mal ein paar Wochen vorher nochmal ausprobiert. Gerade bei so einem Turnier, German Open ist ja auch ein großes Turnier, ja. Es ist schon Luxus, dass wir sagen können, wir nehmen das jetzt als Vorbereitungsturnier, ja.
steht mittlerweile 17:3, ist noch eine Minute zu kämpfen. Wird wahrscheinlich am Ende, gehen wir mal ganz stark davon aus, mit einer Minute Restminute, dass Alex das nach Hause schaukelt. Wie würdest du jetzt ihn gerade Auslage? Er steht viel links vorne, also ist das denn auch das, was ihr im Training dann verbessert? Also woran muss er dann noch arbeiten? Ich meine, als Weltmeister jetzt mal gesehen, woran muss er arbeiten, damit er bei der Europameisterschaft auch wieder ganz vorne dabei ist? Ja, also ja, es sind so Kleinigkeiten, an denen wir jetzt da noch schleifen müssen. Ja, das ist so Feinarbeit. Ja, das kann ich jetzt so direkt gar nicht sagen. Es geht einfach darum, dass er trotzdem an seiner Körpersprache auch arbeitet, auch wenn es mal nicht so gut ausschaut. Ja? Dass man halt auch, wenn man sich vielleicht mal nicht so gut fühlt, trotzdem zeigt, hey, ich bin voll fit, aber man ist vielleicht müde. Solche Kleinigkeiten, dass man auf sowas auch ein bisschen eingeht. Aber für das, dass er so viel trainiert hat jetzt die Woche, macht er hier also eine richtig, richtig, richtig gute Arbeit. Ist das tatsächlich so, dass man das auch trainieren muss? Also diese Körpersprache, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen Pokerface. Man ist eigentlich so ein bisschen am Limit und lässt das vom Körper auch gar nicht so aus, weil der Gegner das dann auch sofort, guter Gegner auf Augenhöhe, dann sofort realisiert und auch ausnutzt? Ja, definitiv. Also Körpersprache im Taekwondo ganz, ganz wichtig. Ich denke auch in allen anderen Sportarten. Wenn ich gefährlich ausschaue und noch Weltmeister bin, und ich sehe fit aus, ready to fight, ja, dann haben die anderen erstmal auf jeden Fall Respekt. Auch wenn er vielleicht nicht ganz fit ist, aber so bringt er einiges über die Runden. Ja. Als wie wenn er sich jetzt hängen lassen würde, was er sowieso nicht macht. Aber sowas kann man einfach noch ein bisschen verbessern. Aber er hat das super gemacht, war jetzt natürlich kein Limit-Fight für ihn, aber gab es nichts zu meckern. 1A, toller Kampf. Ja, 18:5 ist er ausgegangen. Wir sehen Alex hier noch auf dem Bildschirm. Er wird sicherlich die Zeit nutzen, um noch mal kurz hier ins kleine Interviewstudio zu kommen. Erstmal bis hierher wieder vielen Dank, Daniel Manns, auch für die ganzen Einblicke. Da sind dann immer auch für mich so ein bisschen viele interessante Informationen und auch so Insider-Einblicke, die du uns gestattest. Also vielen Dank bis hierher und bis später. Danke, wünsche ich dir auch. Wir sehen uns später. Ciao. Ja, gerade noch auf der Matte und jetzt schon hier im Interview. Alexander Bachmann, professioneller geht's nicht. Start, Ziel, Sieg, kann man sagen. Genau. War keine große Herausforderung für Sie? Ja, also es war ein bisschen älterer Kämpfer, der hat schon ein bisschen mehr Erfahrung wie ich, sage ich mal. Aber man merkt schon, der Turbo war bei ihm alle. Und dann konnte ich gut meinen Treffer setzen, konnte den Sieg dann klar für mich bestimmen. Ja, waren ja einige Kopftreffer auch dabei, die ja dann entsprechend viele Punkte bringen. War das auch so ein bisschen die Devise und die Marschroute? Ja klar, also ich versuche jetzt auch jetzt gerade bei den German Open wesentlich öfter zum Kopf zu gehen, weil das ist einer meiner Schwächen, dass ich viel zur Weste kicke und wenig zum Kopf. Und wir versuchen das jetzt an diesem Wochenende ein bisschen zu trainieren, sag ich mal. Wobei das ja auch schon wieder geändert werden soll, ne? von den Punkteregeln. Ja, genau, also irgendwie werden die Regeln jedes Jahr oder jedes halbes Jahr geändert. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir damit umgehen und so schnell wie möglich halt umsetzen. Eben. Wie geht es jetzt weiter, nachdem man so einen ersten guten Fight hingelegt hat, also einen sehr souveränen Fight vor allen Dingen? Wie ist die Marschroute für die nächsten Kämpfe? Also jetzt erstmal kurz regenerieren und dann weitermachen. Vielen Dank, Alexander Bachmann.